Unser Plan für diesen Freitag war, lass nach Bad Hinnelang in den Bikepark fahren. Dafür, dass wir vor 10 Jahren schon auf diesem Berg wandern waren, haben wir es nie geschafft, in den Bikepark zu schauen. Es lag vielleicht auch daran, dass unser Interesse fürs Mountainbiken erst letztes Jahr da war. Aber seht selbst, was in diesem Video so passiert. Dieser Weg ist steinig und schwer. Meine Bremsfinger tun weh. Ja. Wir sind also in die Gondel und sind den Berg hinaufgefahren und haben geschaut, was es für Trails gibt und haben uns dann für die gelbe Line entschlossen. Was uns zu diesem Zeitpunkt allerdings nicht klar war, mussten wir auf einem Wanderweg, der eher einer Kiesstraße gleichte, bis zu dem Start des Trails fahren. Ich würde sagen, der Gabby Trail ist ein recht naturbelassener Trail. Er ist nicht gerade sehr steil und die Sprünge und Drops, die drin sind, sind gut abrollbar, daher sehr gut geeignet für Anfänger oder zum Reinkommen für die erste Abfahrt. Table!
der überholt von hinten. Oh nein, er klappt sich. Weiter geht's. Ja. Los. Jetzt geht's in den Chili Pepper. Schlag mich tot. Die grüne und die rote Line sind nur über die gelbe zu erreichen. Die zwei Jumplines enden kurz vor der Talstation und sind ein echt cooles Ende für den Trail. Dann sage ich mal danke fürs Anschauen und lasst ein Like und ein Abo da, um den Kanal zu unterstützen. Also haut rein!